Gut, dann würde ich sagen, versammeln wir mal unsere Party und ziehen dann nach Zwillingsulmen. Ich werde jetzt mal Idea eine Weile durch Palegina ersetzen. It keeps coming along nicely. See you when I see you. Farewell. Also Palegina, Following your lead. Kanna und Ready, Sagadi Roger. bleiben da. Ivarias und ja, eigentlich die Mutter. So. Kann er nach hier hinten? Die Mutter in die Mitte, so. Sieht gut aus. So, dann Level Ups. Als nächstes. Überleben weiter. Tiefer Glaube wäre was nicht Schlechtes. Hat sie eigentlich schon Waffenschwerpunkt auf? Ja, ich glaube, den habe ich hier schon gegeben auf Zweihandwerter. Das heißt, tiefer Glaube wäre nicht schlecht. So. Na, ruhig ein Punkt in der Athletik. Paladin-Fähigkeit, Ägide der Treue. Nee. Koordinierte Angriffe. Rechtschaffende Seele. Verteidigung gegen Bezauberung. Beschleunigende Ermunterung. Inspiriert alle Verbündete, wenn er einen Feind niederstreckt. Ägide der Treue. Ja, das hier wäre nicht schlecht. Verteidigung gegen alles Mögliche. So, damit ist Palegina jetzt auch Stufe 9. Hinkt aber halt auch ein bisschen hinterher. Ja, hier Varias hinkt gut hinterher, muss ich sagen. Sieht ulkig aus, der Kleine, aber wir nehmen ihn einfach mal mit. Ein Punkt Athletik. Zauberbeherrschung. Widerwärtige Dorn. Winterwind. Chaosfuß, Reichweite der Krallen. Sonnenstrahl eigentlich. Ja, Sonnenstrahl. Wie gesagt, ich würde bei Hivarias und bei Durins gerne die Zauber rausnehmen, die ich nicht möchte. So, trauernde Mutter. Etwas mehr Überleben für dich. Anführer. Versieht alle Feinde im Wirkungsbereich mit einem hinterlistigen mächtigen Zwang, dem Medium zu gehorchen, wodurch das Ziel beherrscht wird und alle anderen verzaubert werden. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ausgeliehenen Intellekt blurrt den Intellekt um die Wahrnehmung eines Feindes für Energie und Schaden diesen Attributen der Gegner. Des Gegners während die Ge Verteidigung und die Genauigkeit des Mediums gefördert werden. Detonieren. Zersplittert die Seele des Ziels mit reiner Kraft und fügt ihr dabei Direktschaden zu. Ziel mit geringer Ausdauer zerplatzen, wodurch alle im Wirkungsbereich Wuchtschaden erleiden. Anführer nehme ich auf jeden Fall. Was ist taktische Manipulation? Vermittelt den Bestand des Mediums mit einem Verbündeten, um das Wissen des Verbündeten über seinen Feind zu erlangen, wodurch das Medium einen Angriffsbonus auf den Feind erhält, den der Verbündete angreift. Nö.
Detonieren nicht, auch nicht unbedingt. Haben wir irgendwas in den unteren Sachen? 4 vielleicht. Körperliche Abstimmung. Das Medium erforscht den Verstand und die Seele des feindlichen Ziels, findet die Stärke seiner Verteidigung und raubt sie, um sie selbst zu nutzen. Entzieht dem Ziel einen Teil seiner Schadensreduktion und gewährt dem Medium den gleichen Bonus. Ja, nicht schlecht. Das benötigt 50 Fokus. Die benötigen 40 Fokus, ja. 30, 20 und 10. Gut. Dann gucken wir jetzt mal nach Waffen. Welcher ist besser? Können wir mal nach Gegenstandstyp sortieren? Dankeschön. Da haben wir nämlich auch noch einen Zweihänder, den wir verkaufen können. Aber was haben wir hier? Vernichtung herrisch präzise 3, wuchtig und gut. Der ist gar nicht schlecht, der Sir Rumbald. So, Palegina trägt einen Brustpanzer bereits. Wir haben noch den Ring hier. Schwacher Umhang des Schutzes. Hatten wir nicht sogar den normalen Umhang des Schutzes? Der ist besser. Überwachung. Fertigkeiten, Wirkungsbereich. Nee, bringt es nicht ganz so weh sehr. Eher ihr. Gürtel und so haben wir alles nicht. Angios Brustharnisch. Rundels Pracht ist nicht sonderlich gut. Sanguinischer Plattenpanzer, Hand und Schlüssel. Na, geben wir ja aber mal das Ding hier. Das sieht eigentlich gleich aus wie das vorherige. Wahrnehmung, Max Ausdauerbonus. Ja, okay, mehr können wir gerade nicht vergeben. Wir haben so viele Umhänge des Schutzes schwache. Gut. Haben wir vielleicht noch einen besseren Bogen? Ach stimmt, wir haben den Basso-Kyak-Bogen, den wir ihr geben können, weil sie ist ja eigentlich auch eher auf. Wobei ist sie auf normale Bögen? Ist auf Kriegsbogen, okay. Dann war das ein Fehler. Meinerseits. Eine Mordachse, eine bessere haben wir auch nicht, die wir ihr geben können. Dann bleibt das halt so. Streitpflege. Oder haben wir den Streitpflegel, den wir ihr geben können? Weil das sind ja Pflegel, oder? Streitpflegel und Streitpflegel, ja.
So. Dann sieht sie für eine trauernde Mutter ziemlich böse aus. Macht die trauernde Mutter nicht noch trauriger, sonst haut sie euch. So. I'm here. Dann rasten wir jetzt noch einmal, um plus 2 auf Athletik und auf Verfassung zu kriegen. So. Und dann ziehen wir nach Zwillingsulmen. Das heißt, erst zur Sturmwallschlucht. Hey, Bau von Übungsgelände ist abgeschlossen. Jetzt haben wir wieder etwas mehr Sicherheit. Oh, und ja, ich sollte ja noch jemanden zum Trauerzirkel schicken. Eine Geheimgesellschaft von Beseeler reist seit einiger Zeit durch den östlichen Abschnitt und verspricht Trauernden, ihren Toten das Leben wieder zu schenken. Sie wirren ihre Rituale bei geheimen Treffen in verschiedenen Städten durch und halten sich nie mehr als ein paar Tage an einem Ort auf. Obwohl die Leichen, die sie wiederbeleben, tatsächlich einen kleinen Funken Leben in sich tragen scheinen, zu tragen scheinen, vermuten Behörden, dass die Gruppe hinter Entführungen, Morden, Vivisektion und anderen grauenhaften Praktiken steckt. Was noch schlimmer ist, die Wiedererwecken verwesen rasant und werden wenige Tage nach ihrer Wiederbelebung wahnsinnig. Besorgte Beseeler und verschiedene Behörden suchen Hilfe beim Aufspüren der Verantwortlichen. Ja. Adolf, kümmere dich darum. Oh, und hier haben wir noch gar nicht fertig aufgedeckt gehabt, weil hier irgendwelches Zeug noch unterwegs war, soweit ich weiß. Oh, und der Dungeon ist auch offen. Ja, ich weiß gerade echt nicht mehr, warum wir hier nicht fertig aufgedeckt hatten. Einen Grund gab es, glaube ich, dafür, nur fällt mir der Grund nicht ein gerade. Es muss irgendein Gegner gewesen sein, der uns noch zu stark war. Wenn sie in Ruinen hier sind. Glaube, es waren die Druiden hier. Ja, Fanegina sollte mal nach vorne und Kanna nach hinten. Jetzt müssen wir übrigens unsere Formation dann auch wieder in Ordnung bringen. So, sieht gut aus. I'm here. Ja? Also ja, ich glaube, es waren wirklich die Druiden hier. Wegen denen ich das alles nicht fertig erkundet habe.
Tja, und irgendwer hat Lela Remen aufgemacht. Eine andere Scheibe ist in eine flache Vertiefung in Stein verkeilt. Runen blitzen auf ihrer Oberfläche.